will er mich mal besuchen kommen in der Schweiz. Und das erste Tor. Freddy Rausch, wer war es? Haben Sie es gesehen? Es war Toni Polster oder war es Freddy Bobic? Ich würde sagen Bobic. Bobic, ja, ja, richtig. Ist ja auch bitter für ihn, dass er zurzeit bei der Hertha nicht so richtig drankommt. Ja, er ist für mich irgendwie ein Instinktfußballer. Möller schaut noch recht rank und schlank aus. Ja, er macht jetzt auch seinen Trainerschein. Jorginho. Ja, und jetzt Effenberg und jetzt muss er draufschießen. Das macht es einfacher. Jawohl! Sehr schön! Toni! Das war aber wirklich edel. Effenberg auf den Kopf von. Ich wundere mich, ich bin nicht bei der Mannschaft und sie spielen so gut. Wagner war auch Nationalspieler. Ja. Auf der linken Außenbahn. Ja. Marschall Nationalspieler. Ja, jetzt fällt und es. Wieder Koka. Ja. Der trifft den Ball nie rein. Doch. Doch, da ist da er. Da ist er, jawohl. Jeff Strasser. Überfreuen. Kola, der Kuxer. Ist er mit dem Außenriss. Unglaublich, was macht der da? Toni, Europa, jawohl, das war klar. Wunderbar. Das ist der Toni. Toni Doppelpack. Da ist er. Er ist ein toller Junge. Wir haben in Gladbach schöne Stunden verbracht. Ein Instinktfußballer und manchmal noch auf dem Platz oder beim Training wie ein junger Bursche, wie ein junger Hüpfer. War nur 6-mal in der Nationalmannschaft, der Toni Polster, habe ich gelesen. An den 8 Spieltagen kann sehr viel passieren. Man sieht ja, was hinten dran passiert zurzeit. Wir haben uns einen Vorsprung rausgearbeitet, das ist auch klar. Und das Tor, ganz kurz nur, von der Nummer 11, von Stefan Kunz. Aber es ist doch nichts passiert und wir müssen wirklich noch hart arbeiten die nächsten Wochen. Und dann bin ich sicher, dass wir es schaffen können. Aber wir müssen noch auf dem Teppich bleiben. Georg Kock, wer wird es denn hinten schaffen? Frankfurt, Fürth oder 60? Also ich habe sogar Aue noch auf dem Plan. Auch noch, ja. Ja. Also die haben bei uns gespielt letzte Woche, ja, und ich muss ganz gespielt, deswegen habe ich mehrere Varianten hingeschrieben und man hat mir dann alle drauf gepappt auf die Dress, auf das Trikot und finde das ganz lustig, aber war wahrscheinlich ein Missverständnis. Ich glaube nicht, dass es gewollt war. Oh, da ist Kuka. Ja. Aber er hat vorher ein paar versiebt, der Pavel Kuka. Ja, aber jetzt sieht man wieder, dass ich nicht rausgehen kann, weil schon erleidet die Mannschaft einen unerklärlichen Rückfall. Und deswegen bitte ich euch, das Interview schnell zu machen, denn wir sollten doch das Spiel heute auch gewinnen. Aber da hinten wären sie ja sowieso nicht gewesen. Das wieder gemacht. Manchmal frage ich mich wirklich oft selbst, wie ich die Tore erziele. Aber das ist ein Wahnsinn. Kaum bin ich draußen, läuft es nicht mehr. Merken Sie das überhaupt? Wollen Sie den noch mal rein nachher, oder? Ja, ich muss jetzt rein. Nein, bleiben Sie nur ein bisschen bei uns. Wenn Horst Eckel kommt, muss ich auch noch mal rein. Hier ist Gegentor. Ja, Katastrophe. Der Effenberg macht ja gar nichts. Das geht so nicht. Nicht. Sergio. Immer noch Champions-League-Sieger, mit den Bayern geworden. Da ist die Kugel drin. Harry Koch. Er war gar nicht so ungefährlich als Abwehrspieler in der Bundesliga. Effenberg für Koch. Dürfte hier eigentlich gar nicht mitspielen. Kunz. Naja. Das 5:4 für die Betzerbube. Schöne Nummer. Paolo Sergio. Der Übersteiger gegen Renke. Paolo Sergio. 5:5.
nur mal so nebenbei gesagt.